Das war ein besonderer Tag, da das so zusammengewachsene Dörfer waren, gab es zwei Schulen und zwei Klassen, wahrscheinlich die vierte und fünfte Klasse, die war immer in der einen zweiklassigen Schule und die anderen, zu den anderen musste man in den anderen Klassen zur anderen Schule gehen. Und wir waren da gerade also in dieser kleinen zweiklassigen Schule, wo auch kein Lehrerzimmer war, sondern die Lehrer kamen dann so mit dem Fahrrad von der anderen Schule angefahren. Und an dem Morgen vom 17. Juni kam kein Lehrer. Wir hatten dann eine Lehrerin, die da kommen musste, und sie kam nicht. Wir waren also eine Schule, eine Stunde für uns. Und naja, zuerst man guckt und und dann haben einige erzählt, wir hatten doch noch nicht so richtig Radio und sowas, also, aber einige andere erzählten, ach, und dann die ältere Geschwister und in Brandenburg und da war was los und Demonstration. Und dann haben wir also beschlossen als Klasse, wir müssten auch was machen, also auch eine Revolution. Und einer, der ein Jahr älter war, der war wohl lange im Krankenhaus und konnte nicht so gut laufen, hatte was mit den Beinen, aber der war so ein bisschen so, wie das so ist, so der Anführer in der Klasse. Und der stieg dann also auf den Stuhl und auf den Tisch und dann nahm er das Stalin-Bild von der Wand und legte es auf den Tisch. Also ich weiß noch, dass ich damit stand und habe gedacht, jetzt müssten wir das nur eigentlich zerschlagen. Aber wie wir nur alle um das Stalin-Bild rumstanden, da fing der Erste an und sagte, also ich bin's nicht gewesen. Dann sagte der Zweite, also ich war's auch nicht. Also hat dann der bisschen der Anführer das Bild genommen, hat's wieder rangehängt. Das war also unsere gescheiterte Revolution. Und dann rief einer, oh, draußen fahren Autos und da fuhren die Kolonnen der Roten Armee nach Brandenburg. Die fuhren durch unser Dorf durch und das sah schon sehr furchterregend aus. Die hatten ihre Maschinengewehre vorne auf dem Fahrerhaus aufgebaut und guckten eigentlich alle sehr streng und hatten Karabiner oder hier Gewehre in der Hand. Also wir dachten schon, dass die da nicht bloß zum Spaß nach Brandenburg fahren und dass da sicher auch irgendwas los ist, was ja auch denn gewesen ist. Und auf einmal kam die Lehrerin und ich dachte, die sagt jetzt nun, was die sagt, wir mussten noch, vielleicht haben sie ja eine Besprechung gehabt in der Schule, aber die Lehrerin sagte überhaupt nichts, sondern sie machte es ein bisschen energisch, also so Heft raus und jetzt ging das los und naja, war komisch. Viel später habe ich überlegt, sie ist auf dem Weg zu der anderen Schule, ist sie bei ihren Schwiegereltern, bei ihrem Mann vorbeigekommen im Haus. Vielleicht haben sie sogar beraten, ob sie nur weggehen oder bleiben oder so. Also vielleicht war das was ganz Familiäres. Aber wir haben nie rausgekriegt, warum wir da auf einmal zwei Stunden ohne Lehrer waren. Nächsten Tag erzählte denn unser Pfarrer, also in Brandenburg war ein Jugendpfarrer sehr aktiv bei allem dabei. Und nächsten Tag suchten sie den. Also unser Dorfpfarrer erzählte, dass morgens früh um 6 auf einmal geklingelt wird und da kam Polizei und sie wollten eine Haussuchung machen. Und offensichtlich überall in den Pfarrhäusern wurde gesucht. Unser Dorfpfarrer sagte, ich wusste überhaupt gar nicht, unter welcher Regierung ich gerade aufwache. Und sie haben ihn nicht gefunden, den Pfarrer Marienfeld. Später haben wir den gehört. Der hatte sich als Handwerker getarnt und war in der großen Katharinenkirche in Brandenburg, da hat da Rohre geschraubt oder getragen und hat sich da 14 Tage versteckt und dann hat man ihn aber aus Berlin geschmuggelt. Aber da, den hat man dann gesucht, man hat ja dann sehr schnell zugegriffen und hat versucht, überall so die Redelsführer oder die Aktiven festzusetzen.